Moin aus Hamburg und wir sind wieder zurück aus Frankfurt. Wir waren auf der World of Trading am Wochenende. Ja, das ist die größte europäische Trading-Messe und wir haben spannende Trader kennengelernt und ich hoffe, ihr konntet uns über den Livestream oder direkt vor Ort uns beobachten, wie wir unser neues Konzept The Room vorgestellt haben. Aber heute die Frage, live oder Demo? In den letzten Videos haben wir über die Brokerwahl gesprochen, über das Tradingkonto gesprochen. Was mache ich jetzt? Ich habe Geld überwiesen. Soll ich jetzt direkt starten? Das würde ich nicht empfehlen. Ich würde anfangen mit einem Demokonto. Demokonto ist ein virtuelles Konto und ich würde den Betrag auf diesem Demokonto eurem Broker sagen, ich möchte gerne den Betrag so haben, als wenn ich live handle. Das heißt, ich muss von vornherein erstmal klar sein, will ich mit 10.000 Euro starten oder mit 20, 30, 100, wie auch immer. So, wir nehmen mal die Zahl 10.000 Euro, dann würde ich das Demokonto auch mit 10.000 Euro bestücken. Was jetzt viele verkehrt machen, sie nutzen das Demo als Spielkonto. Ja, Carlos, ich will ausprobieren und ein bisschen da. Nein, ein Demokonto ist dazu da, die Software zu beherrschen, das heißt die Trading-Software, kaufen, verkaufen, die Funktion zu beherrschen. Es dient aber nicht zum Spielen. Ein Demokonto soll die Vorbereitung sein, nachher für den richtigen Wettkampf, für also das Live-Trading. Wir empfehlen, auf dem Demokonto, wie gesagt, Order-Funktion zu testen, wie kann ich mein Konto betrachten, Konto-History, all die Chart-Funktionen, die sind für Demo geeignet. Dann habe ich vielleicht meine fertige Strategie, dann übe ich diese Strategie am Anfang nur Kaufsignale, Verkaufssignale. Wenn das alles passt, dann, meine Damen und Herren, solltet ihr in den Live-Modus einschalten. Ja, ja, Carlos, live, so früh. Meine Damen und Herren, ich komme aus dem Kampfsportbereich und ich kann euch sagen, Training versus Demo ist wie Pratzentraining, aber eine Pratze schlägt nicht zurück. Eine Pratze, ein Sparring im Trainingsmodus hat nichts mit dem Wettkampf zu tun. Und genauso im Trading. Demo ist auch mental, habt ihr keine Emotionen. Und ihr habt das sicherlich schon gehört. Trading wird hier oben entschieden. Das heißt, ihr müsst vom Demo-Modus relativ zügig in den Live-Modus umschalten. Und da empfehle ich euch, mit den kleinsten Risikoparametern denn zu starten, mit Mikrolots. Wie lange kann sowas dauern? Ich würde euch empfehlen, die 3 Monate zu nehmen. 3 Monate Demo, 3 Monate dann mit kleinstem Risiko zu arbeiten. Und dann habt ihr wie beim Start-up, habt ihr sicherlich schon mal gehört, wenn man eine Firma gründet, sogenannte Milestones. Milestones 1 ist mit Demo, ist zu gucken, wie die Software funktioniert. Milestone 2 ist live zu handeln mit geringem Risiko. Phase 3 ist dann wiederum mit etwas größerem Risiko, sich langsam anzutasten. Denn das Teuerste beim Trading sind Fehler. Und die werdet ihr machen. Und die machen wir lieber erstmal auf Demo und mit kleinen Positionsgrößen als mit den All-In-Tradern. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und ich wünsche euch gute Trades und bis zum nächsten Mal.